Zu allen Zeiten und in fast allen Kulturen existiert ein verborgenes Reich, das die Menschen in seinen Bann zieht. Es gibt eine dunkle Seite der Geschichte, die parallel zur normalen Geschichte verläuft. Seher und Medien, Heiler und Prediger. Sie alle suchen dort Antworten auf unsere drängenden Fragen nach Leben und Tod. Das Paranormale ist für uns Menschen von enormer Bedeutung. Durch diese Vorstellung von einer höheren Macht haben wir uns weiterentwickelt. Heute, im 21. Jahrhundert, halten die Gläubigen sich für auserwählt, die Zweifler spotten und die Magie ist allgegenwärtig. Wer daran glaubt, braucht keinen Beweis und wer nicht daran glaubt, dem ist kein Beweis genug. Eins ist gewiss, wenn wir ins Reich des Paranormalen eintauchen, erwartet uns eine Begegnung mit dem Unerklärlichen. Niemand kann sagen, was Tracy Livingston und ihren Freund in jener Nacht in diesem schottischen Schloss so sehr erschreckte. Ich war fast eingeschlafen und wachte von einem gewaltigen Krach auf. Es hörte sich an, als würde jemand ein großes Möbelstück, vielleicht ein Klavier, durch die Gegend schleudern. Bei Horrorfilmen denkt man immer, im wirklichen Leben passiert sowas nicht. Doch das stimmt nicht. Ich wusste, das hier ist nicht normal. Und ich hatte furchtbare Angst. Das junge Paar wird mitten in der Nacht von teuflischen Geräuschen aus dem Schlaf gerissen. Alex meinte, keine Sorge, solange das Licht an ist und der Fernseher läuft. Da ging beides aus. Wir klammerten uns aneinander, er zitterte. Der Lärm hörte die ganze Nacht nicht auf. Es war schrecklich. Man spürte, dass etwas im Raum war. Ich dachte, wenn du jetzt die Augen aufmachst, siehst du etwas, das du nicht sehen willst. Wir sind dann abgereist. Ich bin 28 Jahre alt, aber in der nächsten Nacht schlief ich bei meiner Mutter im Bett. Ich hatte wahnsinnige Angst. Am schlimmsten war dieses Unbekannte. Schottland ist voller Spukgeschichten. Wohnhäuser, Pubs und Schlösser im ganzen Land gelten als Heimat von Geisterwesen. Tatsächlich wurden so viele Vorfälle gemeldet, dass sich Geisterjäger überall im Land zu Clubs zusammengeschlossen haben. Jede Woche erhalte ich neue Beweise, die alle in dieselbe Richtung deuten. Diese andere Welt existiert. Tracy Livingston wollte unbedingt eine Erklärung für ihr Erlebnis haben. Sie wandte sich an Archie Laurie. Die Vorstellung ist weit verbreitet, dass Leute wie ich Geister zur Strecke bringen. Aber daran denkt niemand von uns. Wir haben auch so schon genug Probleme. Laurie beschäftigt sich seit langem mit diesen Phänomenen. Ich besuche zwischen 50 und 90 Familien im Jahr, die alle irgendwas in ihren Häusern haben. Laurie ist der Geisterexperte im Osten Schottlands. In diesem Fall begann der Spuk mit Lichtblitzen im Dachgeschoss. Laurie und seine Mitstreiterin Frances Ryan machen jedes Jahr Dutzende Hausbesuche. Manche Leute stellen sich vor, dass wir mit einem Transporter kommen, mit speziellen Gewehren und Geisterstaubsaugern. In Wirklichkeit unterhalten wir uns erstmal nur bei einer Tasse Kaffee. Laurie erklärt, dass möglicherweise auch natürliche Ursachen für die Lichtblitze in Frage kommen. Doch er ist davon überzeugt, dass Verstorbene als Geister umgehen, wenn ihr Tod unter traumatischen Umständen eintrat.
Man kann diesen Wesen helfen. Viele von ihnen scheinen in einer Welt gefangen zu sein, zu der sie nicht mehr gehören. Sie wissen nicht, dass sie tot sind. Das klingt vielleicht merkwürdig, doch so etwas kommt vor. Wir sagen dann zu ihnen, du musst verstehen, dass du tot bist. Das klingt verrückt, aber so läuft es. Tag und Nacht ist Laurie unterwegs, um Erklärungen für unerklärliche Phänomene zu finden. In diesem Dachgeschoss soll der Geist eines Mannes umgehen, der sich vor 50 Jahren erhängt hat. Bei ihrem Besuch finden Laurie und Francis Ryan genau das, wonach sie gesucht haben. Aus einer dunklen Nische weht ein geisterhafter Atem. Beide können die Kälte ganz deutlich spüren. Es ist, und darauf besteht Laurie, keine Spinnerei, sondern tatsächlich ein Spuk. Und er zweifelt auch nicht daran, dass Tracy Livingston einen Spuk erlebt hat. Ich war wie gelähmt. Menschen versuchen immer, alles mit dem Verstand zu erklären. Aber in diesem Fall gab es keine logische Erklärung für das, was da vor sich ging. Laurie besucht das Schloss, in dem Tracy Livingston ihre Nacht des Grauens verbracht hat. Er und die anderen Mitglieder seines Clubs wollen herausfinden, ob Tracy Livingston und ihr Freund tatsächlich Zeuge eines übersinnlichen Phänomens wurden. Unsere Gesellschaft ist eine wissenschaftliche Gesellschaft. Wir stellen keine wilden Spekulationen an. Wir betrachten die Fakten. Bei paranormalen Erscheinungen ist das natürlich manchmal schwierig. Aus den Fakten ziehen wir dann Schlüsse. Es ist eine ungenaue Wissenschaft, aber irgendwo muss man anfangen, sonst kriegt man gar nichts heraus. Die Mitglieder der Gesellschaft verteilen sich paarweise im Schloss. Im Dunkeln halten sie Wache. Im Laufe der Nacht tauschen sie ihre Posten, messen die Temperatur, notieren Geräusche und registrieren Auffälligkeiten. Francis Ryan verfügt über mediale Fähigkeiten. Sie wird mit dem Rücken zur Türposition beziehen. Sie bemerkt einen leichten Dunst. Sie erkennt Elizabeth, eine ehemalige Schlossbewohnerin, und nimmt Kontakt mit ihr auf. Laurie bittet sie, Elizabeth zu fragen, welcher König gerade regiert. Elizabeth kann sich an einen Mann mit einer langen Perücke erinnern. Skeptiker könnten Archie Laurie für verrückt halten. Andere werden meinen, er sei ein Genie. Wie kommt es, dass der eine Charlatanerie vermutet, wofür den anderen die Tatsachen sprechen? Eine Antwort finden wir in der Geschichte. In alten Wörterbüchern findet man Begriffe wie Magie, Aberglauben oder Okkultismus. Das ist übrigens ein sehr interessanter Begriff, denn er weckt die Vorstellung, es gebe eine dunkle Seite der Geschichte, die parallel zur normalen Geschichte verläuft. Jedenfalls war der Glaube an das Übersinnliche früher weit verbreitet. Als im 17. Jahrhundert das Zeitalter der Aufklärung heraufzog, verwarf es den Glauben an Magie, an unsere dunkle Geschichte. Die europäischen Eliten wurden von einer Revolution des aufgeklärten Denkens erfasst. Einer ihrer führenden Köpfe war der französische Philosoph René Descartes. Denker wie Descartes gingen davon aus, dass das materielle Universum unabhängig von menschlichen Eingriffen existiert. Hier liegt der eigentliche Gegensatz zwischen der Welt der Wissenschaft und der Welt der Magie. Anhänger des Übersinnlichen glauben an eine Wechselwirkung zwischen der Materie und dem Selbst.